Hallo, liebe Jungfrau, ich grüße dich hier zu deinem Sternzeichen-Reading für den November 2021. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder auch herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich freue mich riesig. Ich bin Denise Scherike, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars und lege dir hier gleich die Karten für deinen neuen Monat. Aber ich bin jetzt so oft gefragt worden, Denise, du sagst immer irgendwas zum Aszendent und Mondzeichen und was genau ist denn das? Was sagt denn das aus? Warum sollte ich die anderen Videos schauen und nicht nur das von meinem Sternzeichen? Also, pass auf. Generell ist es ja so, dass das hier ganz allgemeine Readings sind. Das heißt, jede Jungfrau, die zuschaut, und es sind einige, also vielen, vielen Dank dafür, steht ja an einer anderen Stelle in ihrem Leben. Es gibt Überschneidungen, aber eben auch Dinge, die jeder eben anders abbiegt. Das heißt, das, was ich hier reindeute, ist allgemein für die Jungfrau. Und das bedeutet, es kann sein, dass du gerade total abgeholt wirst von der Energie der Karten. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Dinge gerade nicht auf dich zutreffen. Also hol dir die Informationen hier raus, die für dich wertvoll sind, und alle anderen erlaube dir auch auszublenden. Heißt, allerdings auch, du kannst im Laufe des Monats natürlich noch mal reinschauen, in der Mitte des Monats, gegen Ende des Monats, und gucken, was an Informationen hat sich vielleicht geändert. Was verstehst du jetzt anders als zu Beginn des Monats, einfach weil du reingelebt hast in den Monat, ja? So, jetzt ist es aber so, dass bei unserem Sternzeichen, was wir eigentlich Sonnenzeichen nennen, wir mehr so unsere Charaktereigenschaften mitbekommen haben. Ich ticke so, weil ich halt dieses oder jenes Sternzeichen bin. Und jetzt ist aber jeder auch auf seinem Lebensweg, auf seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und man kann sagen, so ungefähr ab 40, Pi mal Daumen, manchmal ein paar Jährchen eher, manchmal ein paar Jährchen später, übernimmt unser Aszendent. Also wir werden reingeboren in unser Sonnenzeichen, so sind wir. Aber jeder von uns hat so seinen persönlichen Entwicklungsweg und der entwickelt sich hin in den Aszendent hinein. Und deswegen macht es Sinn, auch bei deinem Aszendent vorbeizuschauen. Oder so roundabout ab 40, vielleicht wenn du sagst, ich habe nur Zeit, nur ein Video zu schauen hier, dann schau nur den Aszendent, weil der dich in der Regel mehr abholt als dein Sonnenzeichen. Und auch hier ist allgemeine Readings. Nichtsdestotrotz habe ich ganz oft auch das Feedback, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, irgendwie beim Aszendent fühle ich mich wohler. Ja, wenn du auf deinem persönlichen Weg bist, auf deiner Seelenreise, übernimmt der, weil da wollen wir hin. Ja, so. Was hat das jetzt mit dem Mondzeichen zu tun? Weil das gibt es ja auch noch. Das Mondzeichen ist so unser Lernfeld. Wir haben ja unseren Seelenweg, ja, Richtung Aszendent, da wollen wir hin. Und unsere Mondzeichen ist so die Themen, die Lernfelder, über die wir gern mal stolpern. Und manchmal sind wir mutig genug hinzuschauen und manchmal machen wir Teppich hoch und runter gekehrt, Teppichkante wieder runter und stolpern irgendwann drüber. Ja, das sind Themen, die so in diesen Schleifen, in diesen Mustern gerne mal vorbeikommen, die wir lösen dürfen. Das heißt, es kann sein, dass dein Mondzeichen-Reading dich gar nicht abholt, weil du gerade irgendein Thema auch abgeschlossen hast und das sich gerade gar nicht meldet. Es kann aber auch sein, dass es dich gerade extrem triggert und kitzelt, weil es gerade dran ist, angeschaut und behandelt zu werden. Und dafür ist das Mondzeichen da, die pieksigen, die Schatten, die Themen, die es zu lösen gilt, damit wir gut unseren Weg weitergehen können und da reinwachsen können in unsere nächste Größe. So, ich hoffe, das macht ein bisschen mehr Sinn. Kannst du natürlich auch alles googeln. Vielleicht auch noch gesagt, es muss nicht sein, dass die drei bei dir unterschiedlich sind. Es kann durchaus sein, dass wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe jetzt meine ganzen Geburtsdaten ein, dass dein Sonnenzeichen, dein Aszendent, dein Mondzeichen alle drei gleich sind. Halleluja. Es kann sein, dass zwei gleich sind. Das ist zum Beispiel bei mir so. Ich bin Zwilling vom Sonnenzeichen. Ich bin Löwe vom Aszendent. Da geht es hin von der Sprunghaftigkeit des Zwillings rein ins Stabile, ins Sichere, ins Gehaltvolle, ins Familiäre. Ja. Und ich bin Mondzeichen dann wieder Zwilling. Ja. Die Schleifen, die vorbeikommen, sind die Zwillingsschleifen. Das kann auch sein. Oder alle drei sind unterschiedlich. Ja, musst du einfach mal googeln, deine Daten eingeben. Die Uhrzeit brauchst du dazu, deine Geburtszeit.
So, das vielleicht erstmal vorweg, damit das einmal noch geklärt ist für alle, die Fragen hatten. Ansonsten, wie immer, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute benutze, findest du unten drunter in der Infobox aufgelistet. Dort findest du auch alle Links. Wenn du sagst, du möchtest gerne ein persönliches Kartenreading von mir haben, kannst du dort buchen. Es gibt da so einen allgemeinen Link, da klickst du drauf, dann gehen alle weiteren Links auf. Also auch zu meinem Kartenlegekurs, der am 15.11. startet. Da geht es um das intuitive Kartenreading. Wenn du sagst, ich will eigentlich nicht nur YouTube-Videos schauen, ich will das selber können, für mich und auch für andere. Also am 15.11. startet mein Kurs mit den bunten Orakelkarten, mit den bunten Decks und dann im Januar startet der weiterführende Kurs ins Tarotlegen. Das ist ja dann so die Meisterklasse. Da freue ich mich riesig, wenn wir uns vielleicht auch da persönlich kennenlernen, weil neben ganz vielen Videomodulen gibt es auch persönliche Treffen. Du kannst mit mir zusammen üben. Das wird richtig, richtig cool. Das ist jetzt die vierte Runde und es macht einfach mega viel Spaß. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu erzählen? Die Rauhnächte. Die Rauhnächte gehen ja im Dezember los, aber die ersten Rituale finden jetzt im November schon statt. Und wenn du Lust hast, die Rauhnächte bewusst zu begehen, dann wäre das erste Ritual, das du tun kannst, dass du gemeinsam vielleicht mit deinen Lieben alleine oder gemeinsam mit deinen Lieben einen Adventskranz bastelst. Und der Rauhnacht-Adventskranz, oh mein Gott, ich kann dieses Wort nicht sagen, ist anders, ein bisschen anders aufgebaut, als wir das traditionell herkennen, denn der hat 5 Kerzen statt 4. Und wir benutzen ihn auch anders, als wir es von unseren traditionellen Bräuchen her kennen, weil irgendwann, ich weiß nicht warum, hat sich das geändert, eben zurück zu 4 Kerzen und dass wir jeden Adventssonntag ein Lichtlein anbrennen. Aber die ursprüngliche Tradition aus dem Mittelalter ist genau andersrum. Wir zünden 4 Kerzen an am ersten Advent und machen ein Lichtlein aus von Woche zu Woche, weil es wird ja draußen dunkler. Also gehen wir mit der Natur mit und werden auch dunkler in unserem Adventskranz. Und dann erst am Ende kommt die 5. Kerze ins Spiel. Wofür die steht, das verrate ich dir in einem kostenlosen Video, auch wenn du jetzt hier auf meinen Rauhnachts-Link klickst, ja, also allgemeiner Link, Rauhnächte, wirst du weitergeleitet zu einem... Na, also alles rund um die Rauhnächte mit mir, wenn du das mit mir erleben möchtest, voll gerne. Aber da gibt es dann auch noch Vorbereitung für die Rauhnächte. Wenn du darauf klickst, landest du kostenlos beim Dokument, das du dir runterladen kannst und auch bei einer Anleitung, eine Videoanleitung, wo ich dir erzähle, was ist eigentlich die Tradition dieses Adventskranzes so wirklich? Wofür steht eigentlich das, was darauf muss? Und dass es eben am 21.11. gebastelt werden sollte. Und warum eigentlich und wieso und wie man dann damit umgeht und was die 5. Kerze macht. Also folgt da einfach mal diesen ganzen Links hier unten drunter. So, genug geplaudert. Wir fangen an mit Kartenlegen. Ich fange an zu mischen und schauen wir erstmal wieder rein, liebe Jungfrau. Was sind die übergeordneten Botschaften, die für dich hier eine Rolle spielen? Worum geht es generell für dich im Monat November 2021? Bevor wir dann in die Details reinschauen, was die einzelnen Wochen nochmal für dich bereithalten. Und natürlich gibt es wie immer eine abschließende Botschaft. So. Schau, ich mache mal die Kamera runter, dann kannst du schon mal so ein bisschen mitschauen. Wir haben einmal diese Karte für dich. Wir haben die hier allerdings über Kopf. Und eine holen wir noch mit raus. Und dann schauen wir mal, was wir für dich haben. Erzengel Raphael, Herz, hoppala, Herzchakra auch über Kopf gekommen. So. Also, gucken wir mal. Das sind erstmal deine allgemeinen Botschaften. Und die erste Karte, die wir hier haben, ist eine Karte, die dich dazu einlädt, deinen Ärger rauszulassen. Also sie heißt auch Zerstörung, Destruction, Releasing Your Anger, Destruction, also Zerstörung, dein Ärger loslassen. Und jetzt
wenn ich das jetzt hier in Kombination sehe mit den anderen beiden, dann würde ich sagen, pass auf, dass du dir die Dinge nicht schöner redest, als sie sind. Und das, was dich bedrückt, nicht runterschluckst, sondern offen darüber redest mit den betreffenden Personen oder mit anderen Personen auch, um dir Rat zu holen oder um dir Dinge auch einfach von der Seele zu reden, dass du Dinge, die nicht so gut laufen, nicht einfach wegdrückst, sondern schon sagst, hey, das beschäftigt mich und ich brauche mal deinen Rat. Ne? Es muss jetzt auch gar keine Person involviert sein. Das kann einfach auch generell eine Lebenssituation sein, eine berufliche Entscheidung, generell, was hier gerade in diesem Land alles so abgeht. Also wenn du Redebedarf hast, die Aufforderung, mach es nicht mit dir alleine aus, sondern such dir Vertraute, mit denen du darüber reden kannst, wo du auch mal weinen kannst, wo du in den Arm genommen wirst, wo du einfach Ängste, Sorgen, Nöte rauslassen kannst, bevor sie dich von innen heraus zerfressen und du dann vielleicht komplett am Explodieren bist. Weil ne, dieses All that glitters über Kopf, also ich müsste sie ja eigentlich so rumstellen, so ist sie ja gefallen und unser Erzengel Raphael, der für unser Herzchakra steht, ist ja auch über Kopf gekommen. Ja, dass du nicht alles weglächelst und sagst, nee, es wird schon alles, es wird ja auch immer alles, der davon abgesehen, es wird ja immer alles, aber dass du auch Kleinigkeiten nicht runterschluckst, sondern offen ansprichst. Ne? Und wie gesagt, es kann sein, dass du ein Thema hast mit irgendeiner Person. Es kann sein, dass es einfach um generelle Lebensthemen geht, die gar nichts mit einer anderen Person zu tun haben. Es kann aber eben auch genauso gut sein, dass du einfach über das Leben generell mal philosophieren solltest, dich mal fragen solltest, ne? Wo geht's denn hin? Was macht mich glücklich? Was erfüllt mich? Und die Themen wirklich rauslässt, wenn es auch daran an der Zeit ist, sie rausgelassen zu werden. Und du musst nicht so einen auf Buddha machen, auch so mega erleuchtet und so, es ist alles fein, es ist alles gut, es ist so, wie es ist, es ist ja so alles so, wie es ist. Aber trotzdem berücksichtigen, dass oft wir von innen heraus so dieses zerfressen werden und dann lieber rauslassen, bevor es dazu kommt, ich töte sie alle. Ja, ich denke da an die Königin von Alice im Wunderland, die immer sagte, Heads off, Heads off. Ja, also bevor du anfängst zu schnappen, mach's vorher schon. Lass es raus, wie gesagt, auch gerne in philosophischen Gesprächen mit anderen, damit du einfach dich auch selber reden hörst. Weil oftmals ist es ja so, dass wenn wir uns selber reden hören, unsere eigene Stimme beruhigt uns das schon. Und wir nehmen unsere eigene Wahrheit noch mal anders wahr, indem wir uns einfach selber zuhören. Ja, deswegen funktioniert ja auch Gesprächstherapie so gut. Es geht gar nicht darum, was der Therapeut dir Cleveres sagt. Es geht darum, dass du dich selber reden hörst und du darüber deine Wahrheiten erfährst. Und diese meisten Aha-Momente kommen eh aus uns. Aber wenn wir sie durchdenken, bringt es nicht so viel, als wenn wir sie uns sagen hören. Und ich meine, letztendlich kannst du auch Selbstgespräche führen, kommst du auch zum Ergebnis. Nur die meisten denken dann, sie sind irgendwie gaga und dann ist es besser, wenn man sich mit jemand anderem darüber unterhält. Ja, also schnapp dir die beste Freundin, geht irgendwo schön spazieren oder so und dann philosophiert einfach mal übers Leben und auch diese Erkenntnisse von, wo nehme ich die Dinge zwar an, so wie sie sind, weil was sollen wir tun? Und wo stecke ich den Kopf in den Sand und ergebe mich einfach diesem Schicksal? Und wo habe ich aber auch eine Verpflichtung, ins Handeln zu kommen? Für mich, für diese Welt, für meine Wahrheit. Wo geht es darum, wirklich klar zu sein? Wo geht es weiter? Wo geht es nicht weiter? Wo muss ich aktiv werden? Wo halte ich aus? Wo versuche ich tote Pferde wieder zu beleben und so weiter und so fort. Ja, liebe Jungfrau, also da schau noch mal genau hin. Das ist so generell erstmal das Thema für dich im neuen Monat. Und dann gehen wir jetzt mal in die Details. Ich mache die Kamera wieder runter. Hoppala. Gut, dann nehmen wir die doch gleich. Wenn die so rausfolgen, dann nehmen wir die gleich. Wir haben den König der Münzen. Also die Karten sind eh schon angemischt, ja, aber ich mische die nochmal vor, hier vor deinen Augen. Wir haben den König der Münzen für dich und die Sieben der Schwerter für Woche 1. So, für die Jungfrau. Oh.
Was haben wir noch? So, für unsere Jungfrau, für November 2021. So, in Woche 2 haben wir die Herrscherin, sehr schön, und die Balancekarte. In Woche 3 haben wir den Eremit und die 6 der Münzen. Und für Woche 4 kommt die 8 der Stäbe und der Turm. Also, es geht ruckelig los und es geht ruhig zu Ende. Das ist doch schon mal super. Okay, unsere zwei hopsenden Karten hier, die finde ich ganz spannend, weil König der Münzen und 7 der Schwerter. Ich gebe dir mal 2 Deutungsmöglichkeiten. Deutungsmöglichkeit Nummer 1, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, ne, hier ist ja jetzt so eine Art Businessman abgebildet. Deutungsmöglichkeit Nummer 1, es geht darum, dass du diese Person bist, also diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses ich kenne meinen Wert, ich weiß genau, wo ich stehe, ich weiß genau, wer ich bin und genau danach handle ich auch. Selbstbewusst, weltgewandt, in mir ruhend und bin einfach die Person, die ich bin, auch aus der Summe der Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und trotzdem gibt es da immer diese Momente, wo du dich selbst verletzt, wo du dir selbst im Weg stehst. Du fühlst dich vielleicht angegriffen von außen oder du denkst vielleicht, bevor mich jemand anderes verletzt, ramme ich mir das Schwert lieber selbst in den Rücken. Und da könnte es durchaus sein, dass es an der Zeit ist, irgendeine Wunde, irgendeine Narbe mal wirklich auszuheilen, die entweder aus der Vergangenheit noch nicht so richtig ausgeheilt ist oder die immer wieder auftaucht, weil du sie selber aufkratzt. So nach dem Motto, bevor ich mich von jemand anderem verletzen lasse, tue ich es lieber selbst. Dann weiß ich wenigstens, wo es herkommt. Und natürlich rammst du dir nicht selber ein Messer in den Rücken, jetzt nicht in echt, aber das steht halt, die Schwerter stehen halt für Gedanken. Du machst das halt gedanklich. Du redest dir Dinge aus, du redest dir Dinge kaputt. Und auch wenn du nach außen hin so toll und selbstgewandt auftrittst. Im Grunde bist du gar nicht so selbstbewusst und deinen Selbstwert auch dir bewusst, sondern unter der tollen Fassade ist eigentlich ganz viel Verletzlichkeit, ganz viel Unsicherheit. Und da gilt es doch mal hinzuschauen in diesem Monat, weil auch denn die ersten 2 Karten hier für den 9. Monat, also für die erste Woche im 9. Monat liegen, sind die ersten Karten, also geben sie uns Aufschluss über die ganz gesamte Monatsenergie hier. Ja. Deutungsmöglichkeit Nummer 2, dir begegnet so eine Person, dass gar nicht du damit selbst gemeint bist, sondern dir begegnet eine Person, wo du vielleicht einen liebevollen Blick drauf haben darfst, dass die Person, die so selbstbewusst auftritt, vielleicht eben auch ihr Päckchen zu tragen hat, ja, harte Schale, weicher Kern. Und auch hier, auch wenn ein Mann abgebildet ist, es kann auch eine Frau sein, es geht hier mehr um diese Energie, die dieses Bild ausstrahlt, ja, dass ein Mann oder eine Frau dir begegnen oder in deinem Leben sind, die sehr selbstsicher wirken, aber die gar nicht so selbstsicher sind oder die eben auch einfach ihre Verletzungen mit sich tragen und wo es darum geht, sehr liebevoll und achtsam im Umgang zu sein, dir die Sorgen und Nöte dieser Person anzuhören. Das heißt nicht, dass du die für die lösen musst, darum geht es gar nicht. Aber vielleicht mit etwas mehr Verständnis, mit einem achtsameren Umgang deinerseits zu reagieren, weil diese Person eben auch noch am Heilen ist und noch nicht ausgeheilt ist. Und da eben auch das Verständnis dafür zu haben, dass wenn diese Person manchmal seltsam reagiert, dann eben daran, dass der weiche Kern eben auch manchmal übernimmt. Ja, also das ist so das Thema. Schau mal, was mit dir mehr resoniert. Deutungsmöglichkeit 1 oder 2 oder kann auch im Laufe des Monats sich drehen. Mal ist die andere Person gemeint, mal bist du damit gemeint. Ja, also deswegen auch der Hinweis, komm gern mehrmals im Laufe des Monats hierher zurück. Schau noch mal rein, weil mit ein paar Tagen, Wochen Abstand kann die Deutung einfach von dir auch anders aufgenommen und verstanden werden. Um dann in Woche 2 auch, das schließt sich eigentlich an das Reading von eben an, in Woche 2 nochmal sehr darauf zu achten,
dass die äußere Balance und Entspanntheit nicht unbedingt das Innenleben immer widerspiegelt. Also auch hier schließt sich wirklich sehr schön an. Damit kannst du gemeint sein oder eben wahlweise auch die andere Person. Nur weil es ruhig aussieht, heißt es nicht, dass es ruhig ist. Und sehr genau hinzuschauen, welche Fassade erhalte ich oder eben die andere Person aufrecht und wie sehr brodelt es in mir wirklich? Wie sehr bin ich vielleicht nicht in meiner Balance? Oder wie gesagt, die andere Person. Wo sieht es ruhig aus? All that glitters über Kopf. Ja, wo sind aber trotzdem Herzensthemen am Wirken? Erzengel Raphael über Kopf, die vielleicht nicht angesprochen werden, die vielleicht unter den Teppich gekehrt werden, die vielleicht, wo drauf gewartet wird, bis sie so hochkochen, bis es unfair und ungerecht wird, wo man sagt, nimm dein Herz, sprich es an, je eher, umso besser, weil dann ist es nicht schlimm. Es ist immer unangenehm, aber dann ist es nicht schlimm, als wenn man ewig wartet und es dann erst anspricht und die innere Balance schon so sehr verloren wurde, dass man nur noch gute Miene zum bösen Spiel macht, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ja, also Woche 2, hol dir die Balance zurück, indem du Dinge, deine innere Balance zurück, indem du Dinge ansprichst, aussprichst für neues Wachstum und neue Fruchtbarkeit. Sie hatte hier den Granatapfel, ja. Neue Fruchtbarkeit auch sorgst in einer liebevollen Art und Weise, ja. Weil Woche 3 finde ich jetzt ganz spannend, weil im Grunde haben wir das ja auch, also im Grunde haben wir nochmal die gleiche Botschaft wie in Woche 1 und 2. Wir haben den Eremit über Kopf, ja, und wir haben die 6 der Münzen. Also auch hier, es geht nochmal um Ausgeglichenheit, es geht um Geben und Nehmen, es geht um Miteinander, um Yin und Yang und eben sich nicht zu verkriechen, nicht in den Rückzug zu gehen, sondern da zu sein, präsent zu sein, alles möglich zu machen, um für sich oder eben auch für die andere Person Sicherheit zu geben, ein Fundament darzustellen, zu sagen, wir gehen das gemeinsam an, wir gehen da zusammen durch. Und auch hier, es liest sich jetzt irgendwie mehr so partnerschaftlich, aber ist natürlich genauso auch auf einer gemeinschaftlichen Business-Ebene zu verstehen. Du und dein Kunde, du und deine Mitarbeiter, du und dein Chef und der Angestellte. Also nimm es, wie rum du es nehmen möchtest oder auch im Freundeskreis, ja, also sich gegenseitig Halt zu bieten, füreinander da zu sein, Lösungsmöglichkeiten zu sehen. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns damit spielen, solange bis wir eben auch die Möglichkeit gefunden haben, die für alle Beteiligten passt, dass alle eben in dieser inneren Ruhe sind, nicht nur äußerlich sich auf einen faulen Kompromiss einlassen, sondern in der inneren Ruhe sind. Und das geht nur, wenn wir aufmachen, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir uns so verletzlich zeigen, wie wir sind, wirklich ansprechen, worum es geht. Und miteinander, aneinander wachsen und uns dadurch, durch dieses Vertrauen ja auch, das größte Geschenk machen, das wir uns machen können. Weil dann, und das ist hier wirklich ein Prozess, ja, der dich den ganzen Monat über begleitet, aber es ist ein schöner Prozess, wenn du dir ein Herz fasst und ihn angehst. Weil, was haben wir denn hier? Wir haben positive Bewegung in der Sache. Wir haben die 8 der Stäbe kombiniert mit dem Turm über Kopf. Das heißt, da kommt jetzt wieder Ruhe rein, wenn du es angehst, natürlich nur. Wenn du es angehst, da kommt Bewegung rein und zwar Bewegung in die Ruhe, in die Balance, gute Einigung, gute Botschaften, gute Gespräche, gutes Miteinander, harmonisches Miteinander, Entspannung, Ruhe. Ja, das ist alles dann der Ausgang des Monats für dich, wenn du denn nur dein Herz fasst und es in Ruhe angehst. Weil ansonsten, wie kann man es auch deuten, Turm über Kopf, die Explosion findet statt. Wenn du es nicht angehst, spätestens am Ende des Monats, wird das Thema angesprochen, aber auf eine unschöne Art und Weise, oder es fällt dir auf die Füße, auf eine unschöne Art und Weise, weil du eben den Kopf vorher in den Sand gesteckt hast und nicht ins Gespräch gegangen bist. Ne? Auch dann kommt Bewegung rein, aber eben mehr aus der zerstörerischen Art und Weise. Wenn man dann anfängt loszuschnappen und dem anderen vielleicht alles auf dem Silbertablett präsentiert, was an die letzten 10 Jahre schon ankotzt. Ja, also auch hier, wir sehen wieder, ja, das, was die Karten uns sagen, es geht um eine generelle Energie, aber du hast es in der Hand, wie du es angehst, Variante A oder B, und dann ist das Ende halt auch ein anderes, ja, und es ist halt dann am Ende dein Handeln, was dazu führt, wie der Monat für dich ausgeht, ja, wie entspannt, ruhig, zurück in deiner inneren Mitte,
mit dir selbst und allen Beteiligten oder eben unrund, unschön und mit so einem komischen Grummelgefühl, weil man vielleicht dann doch sich hat hinreißen lassen, zu lange zu warten, zu lange die Dinge unter den Teppich zu kehren, sie nicht anzusprechen. Ja, all the glitters über Kopf, viertes Chakra über Kopf. Und dann wird es halt von, unser Herzchakra hat ja auch immer dieses schöne Grün mit Rosa verfärbt, dann wird es halt von schön grün rosa zu matschgrün. Matschig grün, blau. Ja, also du hast es in der Hand, was ich sehr schön finde. Ja, du hast es in der Hand, aber du weißt eben auch, du hast da was zu tun. Es wird sich nicht von alleine regeln oder wenn, dann halt in einer doch eher lauteren Art und Weise. So, was haben wir als Herzensbotschaft abschließend für unsere Jungfrau? Zwei Karten für dich. Die erste Karte ist: Ist dein Körper entspannt, dann beruhigt sich auch der Geist. Blitzentspannung ist einfach. Atme ein, zieh die Schultern hoch, kneife die Augen zusammen, mach feste Fäuste. Also im Grunde spann deinen ganzen Körper einmal richtig an. Ja. Halte die Spannung 4 Sekunden, dann atme tief aus und lass alle Anstrengung los. Also das wäre hier Botschaft Nummer 1 für dich. Und die, also mehr auch eine Aufgabe, eine Übung, ja. Und Herzensbotschaft Nummer 2: Wenn du es eilig hast, geh langsam. Iss langsam, sprich langsam und lass dir für alles, was du tust, mehr Zeit. Entschleunige den Augenblick, entspanne dein Leben und schalte vom Erledigungs- in den Seinsmodus um. Also weniger tun, mehr sein. Passt ja auch, wenn wir sagen, ja, fass dir ein Herz, bedachte Sprache, bedachte Worte, bedachtes Miteinander und nicht so, ja, qualitativ gute Zeit miteinander zu verbringen, auch mit dir alleine zu verbringen, aber nicht aus Rückzugsgründen, sondern eher so bewusste Me-Time, ja, das würde dir gut tun, aber nicht aus, ja, dann schließe ich mich halt ein, ja, dann ziehe ich mich zurück und rede gar nicht mehr, das ist damit nicht gemeint, ja. Okay, liebe Jungfrau, dann, ich danke dir von Herzen fürs Einschalten. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei warst und wünsche dir einen grandiosen Monat. Wie gesagt, alle Links hier unten drunter, auch welche Karten ich benutzt habe, unten drunter. Ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt, einen Daumen hoch. Schreib auch gerne mal rein, welche der Kartendecks dir sehr gut gefallen oder ob du dir wünschen würdest, dass ich mal wieder ein bestimmtes Deck benutze, das du vermisst, weil du es lange nicht gesehen hast bei mir. Und auch herzlichen Dank, ich habe so tolle Decks geschenkt bekommen an alle die, die den Donation-Link, den Spenden-Link unten genutzt haben und mir ein Trinkgeld dagelassen haben. Also so eine Freude. Vielen, vielen Dank für deine großzügige Unterstützung. Es ist, mich wirklich, wirklich über jeden Einzelnen sehr, sehr, sehr gefreut. Und abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Sag deinen Freunden, dass es mich gibt, wenn es dir hier gefällt, wenn du auch immer regelmäßig einschaltest. Ich freue mich riesig, wenn du mich unterstützt, vielleicht meine Posts auch auf Instagram teilst, deinen Freunden mitteilst, dass es mich hier gibt. Das ist mir eine Riesenfreude, wenn du das für mich tun würdest. Und dann wünsche ich dir einen tollen November. Vielleicht sehen wir uns im Kartenlegekurs, vielleicht sehen wir uns in den Rauhnächten, was auch immer so ansteht. Und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Deine Denise.